Seid gegrüßt und herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten von TestVenture. Ich stelle euch in diesem Video die TAPRO P110 WLAN-Steckdose vor und richte sie mit euch gemeinsam ein, inklusive der Sprachsteuerung. Los geht's! Packen wir zunächst den Inhalt der doch recht kleinen Verpackung aus. Zu der Steckdose gibt es eigentlich nur die Sicherheitshinweise. Kompatibel ist die Steckdose mit beispielsweise Google Assistant oder der Alexa Sprachsteuerung. Ihr bekommt die smarte Steckdose also ohne Probleme in euer Smart Home integriert. Die Steckdose an sich ist optisch in einem schlichten Weiß, oben präsent das TAPRO-Logo mit der links oben verbauten LED-Anzeige. An der Seite befindet sich noch ein haptischer An- und Ausschalter. Darüber könnt ihr die Steckdose auch zur Not manuell steuern. Kommen wir zur Einrichtung. Hinweise auf dem Beipackzettel: erstens, lade dir die App herunter und zweitens, folge den Anweisungen in der App. Ich würde sagen, genau das machen wir. Um die App herunterzuladen, könnt ihr je nach Device den App Store oder Google Play Store nutzen. Ich nutze zur Vollständigkeit ein iPhone 13 mit iOS 16.3. Ist die Installation abgeschlossen, starten wir die App. Direkt werden Berechtigungen abgefragt. Zum einen möchte TAPRO Geräte in meinem Netzwerk finden, ich erlaube diese Berechtigung. Ebenso möchte TAPRO mir Mitteilung senden, auch das geht für mich in Ordnung. Im angezeigten Fenster ist nochmal beschrieben, dass die lokalen Netzwerkberechtigungen erforderlich sind. Ich habe diese freigegeben und drücke auch dementsprechend. Es öffnet sich nun das nächste Fenster mit den Datenschutzrichtlinien. Ich akzeptiere diese und fahre fort. Besitzt ihr keinen Account, so wie ich beispielsweise, muss ein Konto angelegt werden. Wir springen hier einmal schnell durch. E-Mail-Adresse und Passwort festlegen. Nutzungsbedingungen akzeptieren und auf Registrieren klicken. Wir bekommen eine E-Mail, in der wir die Freischaltung aktivieren müssen. Danach können wir fortfahren. Wir melden uns nun mit unserem erstellten Konto an. Befinden wir uns nun in der App, können wir auf der Startseite über das Plus-Symbol ein neues Gerät hinzufügen. Wir wählen links im Reiter Steckdosen aus und im Anschluss unser TAPRO P110 Steckdosenmodell. Habt ihr eure Steckdose noch nicht eingeschaltet, dann macht das jetzt. Solltet ihr Probleme haben, bekommt ihr noch Tipps zur Lösung an die Hand. Bei mir funktioniert alles und ich drücke auf Leuchtet Orange und Grün. Verbindet euch nun mit der Steckdose über WLAN. Geht dazu in die WLAN-Einstellung und drückt auf TAPRO Plug und eure dementsprechende Nummer. Danach bestätigen wir mit "Ich bin bereits verbunden". Die Steckdose wird nun gesucht. Bei mir dauerte es nur ein paar Sekunden und die P110 wurde gefunden. Nun wählen wir im nächsten Schritt unser normales WLAN aus und integrieren die TAPRO-Steckdose. Wir können das Gerät noch umbenennen, aber ich bin mit smarte Steckdose erst einmal zufrieden und drücke auf Weiter. Als Position wähle ich das Schlafzimmer aus und drücke ebenfalls auf Weiter. Im nächsten Fenster können wir dem Ganzen noch ein Symbol zuordnen. Wir bringen alles auf Stand und aktualisieren die Firmware.
Im letzten Schritt können wir noch die Sprachsteuerung einstellen oder unsere Steckdose unserem Smart Home Netzwerk hinzufügen. Bevor wir das machen, zeige ich euch noch schnell die Funktion und Einstellungsmöglichkeiten. Ein- und Ausschalten ist natürlich möglich. Ebenso die Möglichkeit, einen Zeitplan einzustellen. Die Abwesenheit oder eine Zeitschaltuhr kann ebenso zusätzlich programmiert werden. Die Funktionen sind selbsterklärend und ich zeige euch nur schnell, wie das Ganze aussieht. Ich habe mich für den Siri-Sprachbefehl entschieden. Um diesen einzustellen, gehen wir in unsere Kurzbefehle. Ich lösche eben noch schnell die von mir schon eingestellten Befehle, um euch den kompletten Weg von vorne zu zeigen. Wir gehen oben rechts auf das Plus und drücken auf Aktion hinzufügen. Wir müssen nun im nächsten Schritt unsere Tapo-App und unseren Befehl auswählen. Ich nehme das klassische Ein- und Ausschalten, denn meine Lampe kann nichts anderes. Ist der Befehl angelegt, können wir nun noch zwischen Ein- und Ausschalten auswählen und welches Tapo-Gerät wir steuern wollen. Ich benenne den Befehl um, denn es handelt sich hier auch um das, worum wir Siri bitten. Im Anschluss erstelle ich fürs Ausschalten den gleichen Befehl noch einmal. Ich stecke nun meine normale Lampe in die smarte Tapo-Steckdose und bitte Siri, die Lampe ein- und auszuschalten. Der Test funktioniert, seht selbst. Lampe einschalten. Einen Moment, okay, ist erledigt. Smarte Steckdose ist jetzt aktiv. Hey Siri, Lampe ausschalten. Das Licht wird schnell gesteuert, wie zu sehen, obwohl Siri noch zu hören ist. Mein Fazit zur P110 von Tapo ist sehr positiv. Die Steckdose ist gut verarbeitet, kostet keine Unsummen und tut, was sie soll. Die Einrichtung und die Sprachsteuerung sind ebenfalls einfach und schnell erledigt. Verbindungsabbrüche hatte ich ebenfalls keine. Für meine normale Schlafzimmerlampe ist die smarte Steckdose definitiv ein Upgrade, bis ich mir irgendwann vielleicht eine neue zulegen werde. Auch der programmierbare Zeitplan oder die Zeitschaltuhr machen eure kompatiblen Geräte smarter. Habt ihr Gefallen an dem Video gefunden? Dann liked und oder kommentiert doch unter dem Video. Gerne könnt ihr auch eure Fragen zum Produkt stellen. Für den Support lasst gerne ein kostenloses Abo da und wenn ihr kein neues Video mehr verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke. Danke für deine Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Deine Test Venture Crew.